So, herzlich willkommen. Wir müssen mal die Musik etwas leiser machen. Nee, das bleibt so. Es geht weiter mit Tormentum. Juhu. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, schon so lange her. Was haben wir denn hier? Steinplatte? Achso, das war hier. Was haben wir noch? Eine Kordel und eine Puppe. Und wir mussten... Genau, ich wäre dir sehr verbunden, wenn es dir gelingen würde, die Krone der Verdammten, die in den Grabmälern auf der Wüste verborgen ist, zu finden. Ich denke, dass... Okay. Hier konnten wir auch noch nach oben. Ach ja, hier war ja auch noch das Ei, das wir brauchen. Aber da kommen wir noch nicht ran. Das muss dieses Ei sein, welche alle begehren. Ich brauche einen Schlüssel, um es herauszubekommen. Okay. Gut, da brauchen wir einen Schlüssel. Was ist das hier? Ich denke, dass dieser Haken viel aushält. Ja, das denke ich auch. Sollen wir uns dran hängen? Oder? Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder nach unten. Gucken mal, was wir überhaupt... Okay. Hatten wir das schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Also hier kann man irgendwas finden. Aber was? Irgendwas können wir hier finden. Da ist eine Höhle. Finden. Was haben wir hier oben? Dort ist etwas, aber ich kann es nicht erreichen. Es ist zu hoch. Ups. Ach, guck mal da. Kann ich nochmal? Oh, cool. Ich habe einen Schlüssel mit einem eingravierten Ei gefunden. Oh, wofür könnte das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt aber schwierig. Dann können wir ja das Ei quasi... Er sieht recht gewöhnlich aus für ein Ei, welches alle haben wollen. Ah, aber ich glaube, ich kann es nicht mitnehmen. Bleib stehen, was trägst du da bei dir? Das ist doch mein stürmisches Ei, du kannst es nicht mitnehmen. Da ich dich vorher um Hilfe gebeten habe, werde ich dich dieses Mal nur verwarnen. Okay. Ja, genau, wir wollen ihm mehr helfen, okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Buch. In den Krüften ruhen die uralten Herrscher des Reiches. Der eine, das waren zugleich grausam und weise Könige. Der Legende nach befindet sich in einem geheimen Raum, in dem ein Artefakt mit unglaublicher Kraft versteckt ist, die Krone der Verdammten. In den falschen Händen könnte sie eine gefährliche Waffe sein, die eine gewaltige Macht verleiht. Interessant, jemand hat hier eine beachtliche Sammlung an Büchern zusammengestellt. Ja, ich meine, da haben wir schon mal überall reingeguckt. Der Gestank des stürmischen Eis schreckt allerlei Vögel ab. Deswegen wird auch angeraten, sich auf den Dächern der Häuser... Ah.
So. Okay. Was haben wir hier? Ah, hier. Der will ja auch das Ei haben. Die Rasse des grauen Ikros der fliegenden Kreaturen. Sie leben überwiegend hoch in den Bergen. Von Zeit zu Zeit steigen sie ab in die Täler, um Nahrung zu suchen. Vorsätzlich die Eier anderer Tiere. Diese Kreaturen sind vollkommen vom Verlangen an, um jeden Preis zu besessen. Man sollte diese meiden, denn sie sind gerissen und gefährlich. Deswegen vertrauen wir dem Vieh auch nicht. Autsch. Der riesige Leib der Bestie muss ein paar Tonnen wiegen. Wenn er den Eingang versperrt hätte, käme ich nicht mehr herein. Ja, das ist wohl wahr. Dann haben wir ja hier auch noch irgendwas. Hatten wir das schon? Da fehlt etwas. Separiert. Achso, okay. Ah ja, da ist dieser komische Icarus. Was haben wir hier unten? Es scheint ein Teil des Ventilations der Mine zu sein. Ich sehe hier aber nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Gruft, oder? Okay. Hier war ich aber auch schon drin, glaube ich. Oder? Tief in der Kluft sehe ich noch ein unteres Stockwerk der Mine. Ich bin allerdings zu hoch, als dass ich hier runtersteigen könnte. Ah, da fehlt was. Okay. Ja, ich weiß nicht, waren wir hier schon mal? Tag 56. Um die Arbeit der Mine zu optimieren, haben wir ein paar Pferde erhalten. Die Tiere wurden in den Schacht mit Seilen hinabgelassen, um die Wagen mit Steinwerkzeugen zu ziehen. Der Kadaver eines Pferdes. Entweder hat jemand ihn hier gewollt aufgehängt oder er befindet sich aufgrund eines unglücklichen Zufalls. Da blinkt doch was. Ich muss das fehlende Element finden. Hier fehlt also irgendwas. Ach, warte mal, ich habe doch hier eine Kugel. Boom. Und jetzt? Jetzt ist das hier. Ah, warte mal, da liegt was. Ich habe einen Knopf von einem Gerät gefunden. Sonst noch irgendwas? Nee. Gut. Können wir dann an das Seil, ein gespanntes Seil. Kann ich nicht abschneiden, hätte er sein können. Da fehlt auch noch was. Ach, hier der Knopf. Jetzt sind wir hier unten in der Mine. Tag 115. Die Förderung der Steine für den Bau des Schlosses verläuft nach Plan. Tag 152. Wir haben etwas Außergewöhnliches entdeckt. Unter den Steinschichten befinden sich Vorkommen von grünen Kristallen, die Licht ausstrahlen. Tag 182. Während der Arbeit verschwanden einige Bergleute. Wir sind entsetzt. Trotz der Gefahr verbleibt das Schloss unerbittlich in seinen Forderungen. Ja, das Schloss, das kennen wir ja noch. Scheinbar ist das der Wagen, den ich vorher repariert habe. Ach, das ist der, der jetzt noch runterhängt, okay. What? Hallo? Okay. Okay, das scheint nicht zu reichen. Das muss wohl über die ganze
warum auch immer. Ja, ist klar. Kann man das hier irgendwie... Nein. Muss das irgendwie komplett zusammenhängen? Warte mal, hier fehlt doch bestimmt was, oder? Oh! Ich glaube kaum, dass ich imstande bin, diese Kreatur zu bezwingen. Vielleicht habe ich es aber, sie irgendwie zu vertreiben. Was haben wir denn da? Ich habe einen seltsamen Mechanismus in einer rechteckigen Dose gefunden. Wow. Okay. Was für ein Vieh. Was für ein Viech. Ja. Das passt hervorragend. Und jetzt? Oh, cool. Oh Gott, der Bohrer bewegt sich. Ach du Scheiße. Gibt's hier noch irgendwas? Ach du Scheiße. Ist er. Er ist weg. Hi. Den Bohrer, den ich in Gang gesetzt habe, hat wahrscheinlich der Flüchtenbeste die Schere abgerissen. Ja, ich glaube, der hat dem noch viel mehr als nur das abgerissen. Das Pferd ist kaputt. Jetzt habe ich eine abgerissene Schere. Ich weiß zwar nicht wofür, aber okay. Oh, eine Kiste. Irgendwas befindet sich auf dem Boden. Zeig her. Ein Seil. Ja. Tag 188. Wir haben eine beunruhigende Felsmalerei entdeckt. Jemand war schon vor uns hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das hier? Oh, Errungenschaft der Archäologe. Eine geheimnisvolle Malerei aus der Wand, aber sie nützt mir nichts. Stimmt, nützt mir nichts. Ich bin nicht fähig, die Kristalle herauszulassen. Sie sind zu hart. Ja, aber hier liegen doch welche. Guck mal. Ich habe ein paar abgebrochene Kristalle gefunden. Das ist schön. So, der Bohrer ist auf den Felsen aufgeladen. Ich hoffe nur, dass ich es geschafft habe, die Kreatur für einige Zeit zu vertreiben. Ja, das hoffe ich auch. Ja, haben wir dann hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ja, für nicht fähig, ja. Dann denke ich, haben wir hier alles. Ja, wieder hoch. Und raus. Oh. Die Steine haben den Eingang zur Mine zugeschüttet. Ein Glück, dass das nicht passiert, als ich im Inneren war. Genau. Heißt, wir sind mit der Mine fertig. Gut. Waren wir hier... Oh, wer ist da? Wir lassen keine Fremden in das Haus. Wenn du ein Freund bist, dann solltest du unser Geheimzeichen kennen. Mit anderen Falle scher dich weg. Oh, wie war denn das? Irgendwas mit der Lampe, ne? Cool. Es geht voran. Hey! Oh, du bist das Wetterfreund. Entschuldige, dies gerade an der Tür, aber ich muss vorsichtig sein.
Ja, das letzte Mal, als ich die Tür aufgemacht habe, landete ich in einem Käfig als Futter für eine Bestie. Jetzt verstehst du, dass ich misstrauisch bin, wenn jemand klopft. Ja, ist klar. Ich wollte dir noch einmal danken, dass du mein Leben im Schloss gerettet hast. Ich bin dir dafür bis zum Tode dankbar. Fühl dich wie zu Hause. Die Flucht aus dem Schloss war nicht sehr einfach, aber ich habe meine natürlichen Fähigkeiten genutzt, indem ich die Kanalisation unter dem Schloss durchquert habe. Ach, der ist... Ah, okay. Dass du hier bist, hast du sicherlich auch die drei Statuen in der Wüste gesehen. Das sind die Grabmäler der ehemaligen Könige dieses Reiches. Da müssen wir übrigens auch noch hin. Der Legende nach soll in der mittleren Gruft ein magischer Gegenstand versteckt sein. Er soll viel Macht dem verleihen, der in seinem Besitz tritt. Vielleicht könnte dank dieser Kraft meine Familie nicht mehr in Angst vor dem Folterknechten aus dem Schloss leben. Vielleicht. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir den Schlüssel zu einem Ort, wo du roten Monolith findest, der benötigt wird, um die Energiezelle für den Zug herzustellen. Oh. Aha, ich hätte es fast vergessen. Nimm diese bemalte Steinplatte mit. Mein Sohn hat sie gefunden, als er in der Nähe der Gruft gespielt hat. Mich dünkt die Vorahnung, dass sie dir helfen kann, in die Gruft zu gelangen. Glaube ich auch. Boom. Da, nimm. Einfach um den Boden geschmissen. Ich habe die Steinplatte genommen. Auf ihr ist ein Teil eines Gemäldes sichtbar. Jetzt haben wir schon zwei. Schön. Hey, hast du mein Spielzeug gesehen? Ich habe es irgendwo verloren, als ich das letzte Mal draußen gespielt habe. Es wäre wundervoll, wenn du es wiederfinden würdest. Ich nehme an, das wird dann hier die Puppe sein. Unglaublich, ich freue mich, dass du es gefunden hast. Ich habe komplett vergessen, dass ich es an der Brücke gelassen habe. Ach, du kleines Dummerchen. Ich gehe jetzt Geigmännchen spielen. Jawohl. Aber wahrscheinlich nicht das, wie wir das kennen. Im Topf befindet sich eine Suppe, die wie Hühnersuppe riecht. Ach, guck mal hier, Familie. Errungenschaft, wunderbare Jahre. Schön. Die Familie ist vollzählig. Juhu. Das nützt mir nichts. Huch. Oh, was ist das denn? Ich habe eine kleine Holzfigur gefunden. Ich verspreche hiermit, den Kodex des Schlosses zu befolgen und loyal all seine Befehle zu befolgen. Im Gegenzug steht mir Verpflegung und die Garantie der Untastbarkeit meiner Familie zu. Ich, der Unterzeichner. Ah, okay. Hat er aber noch nicht unterzeichnet. Da will man einfach mal bei ihm in der Schublade rum. So, das nützt mir nichts. Besen? Ein Besen? Brauche ich nicht. Nö, aber wir können nach hier unten. Die Zeichnung ist nicht sehr leserlich, alles wegen der Feuchtigkeit. Die Zeichnung ist nicht sehr leserlich, das habe ich bereits notiert, ja. Ach hier, das sind diese Figuren, die ich hier habe, oder eine zumindest. Okay. Das sind nur Mehlsäcke sowie leere Kisten. Was ist das hier? Haben wir hier noch eine Holzfigur. Wofür wird die wohl brauchen? Ach, gucke hier. So. Ja, richtige Reihenfolge. Also ganz recht ist der Grimmige. Warte mal, der hat einen geöffneten Mund. Also der hier muss dahin auf jeden Fall. Der mit dem offenen Mund muss dahin. Der mit der länglichen Schnauz. So,
der muss nach da vorne. Und der muss nach da hinten. Ich höre, wie sich etwas öffnet. Oh, ein Geheimnis.